war eigentlich eine der letzte Computerworld. Computerworld. 81. Interpol and Deutsche Bank, FBI in Scotland Yard. Steht hier. Computerworld. Und das kann man jetzt hier in Ultraschall, also würde sofort akzeptiert. Ja. Ja. Wird heute Nacht gespielt. Könnte passieren. Wir schreiben natürlich den DJs nicht vor, was sie hier spielen. Und wer ist hier DJ? Ja, heute Abend? Heute Abend DJ Goodgroove aus Frankfurt. Arbeit bei Harthouse Records, das ist Plattenfirma von Sven Fan. David Holmes aus Dublin. Nee, aus Belfast. Aus Belfast. Und Captain Reality ist ein House-DJ hier, der oft hier auflegt. Ein sogenannter Resident-DJ. Wer sind heute in Deutschland die berühmtesten DJs? Die DJs, die in den Charts sind. Marusha, Westbam, Sven Fett. Ja, bei so einem Stück könnte man sich streiten, ob es House oder Techno ist. Ich würde sagen, es ist House. Aber es ist genauso dazwischen. Vielleicht. Wie heißen die Gruppen, die jetzt in Chicago spielen? Es gibt mindestens 30 sehr gute Leute, die da produzieren. Mindestens, wenn nicht mehr. Die Alten aus den 80er Jahren sind auch noch dabei. Aber es sind sehr viele Junge nachgekommen. Und es wird so klingen. Die diesen Stil weiterentwickelt haben, ja, nach vorne. Eine Plattenfirma, Relief Records, ist sehr gut zurzeit. Wir bringen eine sehr gute Platte nach der anderen raus. Also Leute wie Gemini, DJ Sneak, Mike Dearborn. Ich glaube, ich untertreibe, wenn ich behaupte, im Monat kommen 1000 Scheiben raus. Das ist sogar für jemanden, der wirklich drinsteckt, inzwischen schwer den Überblick zu bewahren. Und diese ganze Stilentwicklung, dieser Baum, der andauernd neue Zweige sprießt, sprich Stile, ist unüberschaubar. Allein was an Ambient-Platten, Trip-Hop, ist zum Beispiel ein neuer Ausdruck für eine Richtung. Mit Techno, mit Hip-Hop-Beats, eher langsam, eher auf 80 BPM, Beats per Minute, eher in diese Richtung. Psychedelischer Hip-Hop, ohne Gesang. Was ja eigentlich toll ist am Techno, dass es jeder machen kann. Man ist nicht angewiesen auf Studios. Die meisten Leute arbeiten zu Hause, sie haben irgendeinen Raum, indem sie Synthesizer, Rhythmusmaschinen, Computer, Sequencer etc. reinstellen, dort ihre Tracks produzieren. Schlechte Zeiten für große Studios, würde ich behaupten. Und Sie sagen aber, der Kraftwerk wäre sozusagen der immer noch intakte, immer noch aktuelle, aber Großelternteil. Ja? Das ist schon 3 Generationen weg von der Gegenwart. Ja? Aber trotzdem waren sie, wenn man diese Platten heute spielen kann, waren sie ihre Zeit weit voraus. Was würde jetzt von 95 zum Beispiel, was würde so eine Gruppe 95 jetzt machen in Chicago? Es ist gar nicht weit weg. Es ist vielleicht von der Produktionsart einfach professioneller geworden, ausgetüftelter. Es wird mehr mit Schlagzeug experimentiert, es gibt Bassdrums, die rückwärts rollen. Völlig komplexe Breaks in Stücken, also wenn ein Rhythmus läuft und auf einmal zurückläuft und sich ändert auf die Geschwindigkeit. Kann man da ein Beispiel hören? Und nach wie vor auf Schallplatte. Dieses Gerücht, dass es keine Schallplatten, also diese Behauptung, dass es keine Schallplatten mehr gibt, ist ein Gerücht. Es gibt sehr viele vor. Vielleicht wäre ohne die Techno-Bewegung, vielleicht gäbe es wirklich keine Schallplatten mehr. Ach, die Techno hat die wieder eingeführt, ja? Hat sie weiter gepflegt, weil die DJs Schallplatten als Werkzeug benutzen. Sie mixen damit, spielen ineinander, drehen zurück, scratchen, auch die Hip-Hopper. Das kann man mit Disc nicht machen. Das kann man mit Disc. Es gibt zwar CD-Players, mit denen man es auch machen könnte, aber es ist kein Handwerk. Also, das
sodass also die modernste technische Entwicklung, also Techno, ja, nicht gerade die Schallplatte wieder rückgarantiert hatte. Und das kommt woher hier? Das ist jetzt eine neue Jeff Mills aus Detroit. Wieder Schwarze. Wieder ein Schwarzer. Einer. Einer. Auf seiner eigenen Plattenfirma. Er produziert eine eigene Plattenfirma. Das ist auch sehr interessant am Techno, dass sehr viele Musiker ihre Platten selbst rausbringen. Keine Plattenfirma brauchen, sie machen alles selbst. Durch Techno hat sie ein eigenes Vertriebssystem entwickelt. Jeff Mills presst seine eigenen Platten, ruft an, wie viel braucht er und weg. Und die verteilen sie weltweit. Ohne Mithilfe einer großen Firma. Was hat der jetzt im Einsatz? Der hat, was sind das für Geräte, mit denen der arbeitet? Er wird auf jeden Fall einen Sequenzer benutzen, eine Rhythmusmaschine, die gewisse Schlagzeug-Sounds in sich birgt, in denen er den Rhythmus programmiert, gewisse Synthesizers dazu, die wiederum durch die Rhythmusmaschine oder den Sequenzer gesteuert werden. Und er kurbelt dabei. Was heißt kurbeln? Er dreht dabei. Er dreht gewisse Sounds rein in die Summe und wieder raus. Aber ganz tableau-mäßig, ganz flächig. Ja? Es ist sehr viel versteckt in solchen Tracks. Sind oft sehr subtile Sounds dahinter, die man beim ersten Hören gar nicht so unbedingt bewusst hört. Was macht jetzt Ihr Publikum dazu? Die tanzen dazu? Ja. Wie viele Beats wären das ungefähr jetzt? Geschätzt? Ich zähle das nie mit. Ich höre aber geschätzt? Geschätzt. 120, 130, 130 würde ich sagen. 130. 120. So. Also doppelter Pulsschlag. Anregend. Ich meine, das, womit Sie zu tun haben, ist ja Rhythmus. Ja? Es gibt ja einen natürlichen Rhythmus. Unseren Pulsschlag. Mhm. Ja? Bei Bach nennt das Tempo Ordinario, mhm. Ja? Also normales Tempo. Mhm. Das wären wie viel Beats pro? Ich denke so 80 oder sowas. 80 bis 120, 70? Oder? 80. Wenn ja. Man aufgeregt ist? Je nachdem. Mhm. Ja? Aber 70 wäre in Ruhelage. Mhm. Ja? So viele Schläge macht das Herz. Mhm. Und wie nennt man jetzt, also wenn Sie Ambient oder Trance hätten? Ja, dann würde sich das unterscheiden vom Pulsschlag gemessen? Ja. Es geht langsamer. Es kann auf Null gehen, ja. Also dann gibt es bei vielen Ambient-Stücken gibt es gar kein Beat. Es sind nur mehr oder weniger Frequenzen übereinander gelagert. Ruhe überhaupt? Hochtonmusik. Da haben Sie einen extra Raum hier. Ja. Das, wo wir hier sitzen, das ist Ultraschall. Das ist hier das sogenannte DJ-Booth im Ultraschall. Also so der DJ-Bereich, der Main Area, also der großen Area hier. Und es besteht hier aus mehreren Räumen. Ja? Also hier ist ein Hauptraum, wo wahrscheinlich getanzt wird. Mhm. Ja? Nicht? Dann gibt es diesen ruhigen Chill-Down. Ja? Chill-Out Area. Chill-Out Area. Chill-Out heißt? Ich würde es vielleicht ein anderes Fremdwort, relaxen, ja. Also entspannen. Ja. Chill Entspannungs- ist doch kühlen. Ja, hm? Nicht? Chill heißt ja kühlen. Ja? Ich würde eher sagen entspannen. Entspannen. Abkühlen. Abkühlen, ja. Und also es ist kein Kühlschrank. Nein. Und das ist also das unterscheidet sich eben durch weniger Beats als 70 Beats pro Sekunde. Das würde man Ambient nennen. Im weitesten Sinne schon. Ja. Es gibt natürlich auch Ambient-Stücke, also die auch unter in diese Schublade passen, die mit 70 Beats fahren. Aber das ist ja also hier im Elektronik-Techno-Verständnis trotzdem sehr langsam. Ne? Also das ist ja wie Reggae-Musik, wie langsamer Dub oder sowas. Und das, sowas läuft auch in der Ambient-Area. Aber grundsätzlich Chill-Out, Ambient-Musik ist meistens also noch ruhiger, eben Musik zum Entspannen, zum Abkühlen, ja, und auch zum Davonschweben. Ja. Was nennt man House?
House ist, ich würde sagen, die 90er-Jahre-Version von Soul-Musik. Und was hat die für ein Beat? 120? Unterschiedlich, 80 bis 130 vielleicht, so in der Ecke. Und Techno unterscheidet sich eigentlich nur durch die Beatzahl davon? Nee. Sondern? Man könnte theoretisch ein House-Stück so abmischen, dass ein Techno-Stück wäre. Also diese Grenze zwischen House und Techno ist, also es gibt eigentlich keine, es ist übereinander gelagert. Man könnte ein Techno-Stück, wenn man es wärmer abmischen würde, souliger in dem Fall, könnte man aus einem Techno-Stück ein House-Stück auch machen, durchaus. Außer der Avantgarde-Musik war Techno die einzige Musik, die das mehr oder weniger aufgehoben hat, diese klassische Pop-Struktur.